Der hat doch gelitten. Geht ihr einfach in mein Haus rein. Das ist jetzt Zeit für Adi. Adi. Grob vorstellen. Sofort. Darin Let's Play. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zum Sims 4 Let's Play. Und wir haben den Florian zu Besuch. Ah, perfekt. Den haben wir gerade eingeladen und schon ist er da. So schnell, das ist ja 3 Tage, 2 Tage, 10 Stunden, okay. Ja. Wir konzentrieren uns jetzt vollkommen auf Cici. Die braucht Freunde. Das wird zwar nicht spannend, der hat ja seine Barkeeper-Kleidung an. Hallo Florian, wie geht's? Na? Lustig. Star imitieren. Ich hab gehört, die Pushia war bei dir letztens zu Besuch. Ja, das stimmt. Die konnte überhaupt gar nichts. Ich bin ja Mikroholerin, aber letztens habe ich aus Versehen so einen T-Rex am Schwanz herangezogen. Das war was, sag ich dir. Muskeln zeigen. Ich bin ja selbstsicher. Zeig ich dir mal deine Muskeln. Ich glaube, das wird nichts. Guck mal, wie stark ich bin. Boah, hast du Muckis, ey. Astralkörper ist das. Wenn du ein Doppelbett hättest, würde ich jetzt sofort... ja, lassen wir das einfach mal sein. Oh, das ist aber ein nettes Kompliment. Unfug machen. Nee, Romantik nicht. Ich will ja nicht hier mit denen irgendwas... Polizistenwitz. Ich hoffe, der ist kein Polizist. Oh, hier wurde ja letztens gewählt. Ich habe einfach mal aus Spaß den Adi gewählt, obwohl der gar keine Partei mehr hat. Das ist ja lustig. Hätte ich das auch mal gemacht. Der ist fast ein Freund. Und der ist kokett. Verdammt, der steht auf uns, ey. Mehr Auswahl. Unglaubliche Geschichte erzählen. Was macht die denn jetzt? Nein! Bist du bekloppt? Du musst dich hier mit den, über Lieblingsband reden. Du musst hier Freunde finden. Du hast ja immer nur... Der haut einfach ab. Die will da irgendwas machen. Was will die machen? Plaudern und der rennt weg. Das habe ich jetzt auch verstanden. Klopf, klopf, Witz. Ah, jetzt macht Push ja auch mit. Die hat schon den Saft in der Hand und wartet nur. Ach, jetzt reden die wieder über Uwes Mutter, die ist ein Lama. Finden alle witzig. Lustig. Insider-Witz. Mal gucken, ob der unseren Insider-Witz versteht. Tag verschönern. Auf Wiedersehen sagen, nein. Warum habe ich da... Achso, das Symbol muss so sein, dann sind wir Freunde. Ist es aber noch nicht ganz. Da muss ich noch... ein bisschen mehr mit den Quatschen. Warum sehe ich da oben immer... Achso, ich kann das wechseln. Okay. Freundlich. Mehr Auswahl. Verrückten Plan vorschlagen. Was gibt's denn hier noch? Was gibt denn am meisten Punkte? Ja, da gibt's zwar immer Plus, aber nicht so viel, wie ich gern hätte. Komm, wir können Kompliment über Aussehen machen, obwohl das Romantik ist, aber ist ja egal. Verdammt, ey. Wir machen den da voll an, der denkt, er hat heute seine Nacht der Nächte, aber nachher schieben wir ihn ab, sobald er ein Freund geworden ist. Bewunderung ausdrücken. Was kann man denn noch machen? War Kochen reden? Ja, das ist ja ein Barkeeper, das könnte ihn interessieren. Ist natürlich normal, dass man stundenlang im Hausflur steht und da mit irgendwelchen Kollegen redet. Oh, ich bin verspielt. Verspielt ist, glaube ich, gut. K.O. schlagen. Nee, ich glaube... Ich glaube, das wird der missverstehen, wenn ich den K.O. schlage. Ah, der ist ein Freund, gut. Bitten einzuziehen, jetzt schon. Die geht aber rang. So, jetzt machen wir noch so ein bisschen was hier. Gut kennenlernen und dann auf Wiedersehen sagen. Und dann kannst du schlafen gehen. Jetzt hast du nämlich einen Freund mehr, haben wir schon mal 2, die Hälfte ist schon mal geschafft, das ist schon mal gut. Die Pushia, die hat auch gelitten, ne? Die hat ein schönes Bett und schläft auf der Couch. Oh, angespannt.
fade Umgebung. Materialistische Sims sind ein wenig angespannt, wenn sie nichts bewundern können, was sie kürzlich erworben haben. Ja, wir haben nichts erworben. Hier, die Taco-Schüssel ist neu. So, wer muss denn arbeiten? Der Adi, ne? 6 Stunden, perfekt. Der wird auch befördert. Guck dir das mal an. Ey! Der hat doch gelitten! Geht ihr einfach in mein Haus rein? Das ist jetzt Zeit für Adi. Adi! Grob vorstellen. Sofort. Du musst den verkloppen. Das ist ja hier nicht normal, ey. Was macht der denn? Der geht in die Küche? Adi und Florian kennen sich noch nicht. Oh, das ist aber zu schade. Wer bist du denn? Wer bist du? Verschwinde aus meinem Haus! Guck mal, der dreht schon wieder durch, der Adi. Anbrüllen. Mutter ist Lama, ist auch immer gut. Mann, wie siehst du denn aus? Bist du ein Barkeeper oder was? Du bist so schlecht, ey. Bestehlen. Und deine Mutter ist ein Lama. Aber red doch nicht so mit mir. Kämpfen, so, dann hasst er uns und dann kann er sich auch verpissen. Getränk werfen danach noch, falls wir gewonnen haben. Abblitzen lassen. So. Sei es so leicht, jetzt machen wir hier wieder ernst. Ich hab seit dem letzten Kampf was dazugelernt. Komm her, Schwitzkasten. Im Flur, die Penner, die kriegen nichts mit. So, los, hier. Auf die Fresse, Kinnhaken. Bam. In die Eier. Und nochmal, Schwitzkasten. Und, verdammt, ey, der war besser. Der hatte Jiu-Jitsu oder so in der Schule. Dafür kriegst du Getränke in der Fresse. Und jetzt. Und jetzt. Verpiss dich aus meinem Haus. Bitten zu gehen. Warum denn bitten? Der soll sich einfach verpissen. Plaudern? Nein, hör doch mal auf. Da, jetzt ist deine Tapas. Oder was das da ist. Tortilla. Tortilla mit Soda. Das sind Tortilla? Das sieht mir aus wie diese Nachos oder so eigentlich. Keine Ahnung. Was ist denn da der Unterschied? Ah, hier, das kannst du auch noch essen. Isst du beide, du hast ja Hunger, ne? Nach dem Kampf, den du jetzt leider verloren hast, aber... ist ja nicht so schlimm. Der Adi ist ja gewohnt zu verlieren. Danach noch schnell duschen. Verdammt. Ah, wir müssen ja... Hier, Dingsterbumster zur Arbeit. Energiegeladen. Ach, es gibt ja energiegeladene Dusche, ne? Glaube ich. Dampfende Dusche. Kokett. Erfrischende Dusche. Genau. So, der Uwe, der ist auf der Arbeit, ist aber unwohl. Warum? Müde? Ja, dann... Okay, ich wollte eigentlich jetzt sagen, Uwe, streng dich mal an auf der Arbeit, aber wenn der müde ist, dann besser nicht. Benommen. Ein ordentlicher Reinfall kann ein Sim ein wenig benommen machen. Aber nur so ein bisschen, ja. Ah ja, hier unsere Frösche, da können wir eigentlich mal die anderen. Ich stell die einfach mal auf den Boden. Kriegen wir wieder ein bisschen Geld, die Tische waren ja arschteuer. Perfekt. Da ist unser Fisch. Und ich stelle dich im Moment nur auf den Boden, weil... Wo sind die denn? Bei Push im Inventar, ne? Nur auf dem Boden, weil wir keinen anderen Platz gerade haben für die. Das ist der Fisch? Baumfisch. Gefangen vom Pushia. Frische durchschnittlich. Pushia, wenn du wach bist, dann machst du den Fisch, aber... Das ging doch. Hier. Buntbarsch. War doch Buntbarsch, oder? Ich hab's schon wieder vergessen. Baumfisch. Kann man den nicht kochen? Baumfisch, gucken wir mal. Fischtacos. Ah, dafür brauchst du einen Baumfisch. Okay. Ha. Nehmen wir den, perfekt. Partygröße. Dann hat sich das gelohnt mit den Fischangeln. Armer Fisch, aber ja gut, dafür geht man ja angeln. Lalalalalala. Ah ja, eine schöne, erfrischende Dusche. Ah, lala. Ist mal hier. Nee, Toilette ist sauber.
Perfekt. So, arbeiten in Idealfall. Scheiße, 3 Stunden noch. In Idealfall 1 Stunde, aber. Dann machen wir mal so ein paar Wünsche für ihn. Erholungsschlaf, weil benommen ist. Okay, wir können ja kurz sagen, Erholungsschlaf. Oder. Was ist ein Erholungsschlaf? Nee. Nee, doch, warte, leg dich kurz hin und dann steh auf. Ist das dann schon Erholungsschlaf? Wahrscheinlich nicht. Böse werden? Werde böse, indem du auf andere Sims klickst und gemeine Interaktion wählst. Das machst du doch schon die ganze Zeit. Bei Sisi entschuldigen? Warum denn das? Jawohl. Ha, perfekt. Den Wunsch haben wir erfüllt. Jetzt können wir auch wieder aufstehen. Nickerchen machen, können wir auch direkt machen. Nehmen wir noch genug Zeit, bis wir zur Arbeit müssen. So sammelt man Punkte. Wenn jetzt wieder ein Nickerchen kommt oder so, ist perfekt. Geh weg. Geh weg. Fischi. So, dann geh mal hier. Witze. Na, Witze schreiben ist verrückt. In Foren provozieren. Das kannst du doch so gut. Schelmfähigkeit wirst du im Beruf wahrscheinlich noch weiter brauchen. Wir werden auf jeden Fall befördert. Wenn wir... Verdammt. Ja, wir sind benommen noch 2 Stunden und danach fängt es dann an, dass wir energiegeladen sind für 3 Stunden. Verdammt. Benommen muss weg sein. Wenn benommen weg ist, dann... Ja, wir schlafen so lange. Ich glaube, das macht ja benommen weg. Stand da ja gerade. War eine doofe Idee aufzustehen. Ich habe das aber nicht gesehen. Ich dachte, wir sind jetzt energiegeladen, aber wir werden von der Benommenheit überrumpelt. Benommen plus 4. Energie geladen plus 1, nur ja, toll. Deshalb, das müsste, wir müssen jetzt Energie geladen auch plus 4 sein oder wahrscheinlich plus 5, damit das besser oder priorisiert würde. 2 Stunden bis zur Arbeit. Ali Lützkendorf muss gleich zur Arbeit, ja, das wissen wir schon. Wow! Jawohl! Star-Ingenieur. Uwe wurde befördert und ist jetzt Star-Ingenieur. Er verdient jetzt 16 Simlon mehr pro Stunde, was einen Stunden von 63 macht. Er hat außerdem die folgenden Boni erhalten. Schildwache. Oho. Und 633 Geld. Geld. Geil, Uwe. 2 Spiele modifizieren. Level 4 der Programmierfähigkeit, aber du gehst jetzt erstmal schlafen, ne? Immer im anderen Bett. Jeder schläft da woanders. Das ist ja hier. Lass doch mal aufstehen. Du musst jetzt gleich arbeiten. Verdammt. Ist noch immer benommen. Ach nee, nicht mehr. Ah, gut. Erfrischende Dusche, geil. Geh nochmal schnell erfrischend duschen. Du hast ja noch Zeit, dann bist du nämlich länger erfrischt. Nicht nur 2 Stunden und dann gehst du arbeiten. Dann wird der wahrscheinlich auch befördert. Geil, jetzt erstmal hier gucken, was für da... Schildwache, was ist das denn genau? Entschuldigung, hast du ein bisschen Zeit oder hat die Zeit dich? Mit der Schildwache von... Haushaltsausschuss einer voll funktionsfähigen Uhr aus 100% wiederverwertete Müll. Bläh. Setzt du ein deutliches Zeichen deiner Herrschaft über die Zeit. Geil, wir haben eine Uhr, die kommt in die Küche. Hier so. Ja, warum nicht? Ne? Haben wir eine Uhr geschenkt bekommen. Ist jetzt nicht so, dass... Ja, da fand ich hier die Festplatten und die PCs, die wir vorher geschenkt bekommen haben, besser. Aber egal, kann man auch Wecker stellen. Ne, man kann eine emotionale Aura aktivieren, wie auch immer die aussieht. Wahrscheinlich ist man dann konzentriert oder so. So, Adi. Ist ja voll der... Von wem klingelt denn hier das Handy? Vom Uwe? Wer ruft denn da an? Alina Kremer möchte vorbeikommen. Nee, ich bin gerade am Schlafen. Tut mir leid, Alina. Die ist ja beim letzten Mal sowieso einfach abgeblitzt. Als ob wir die dann nochmal einladen. So, Adi geht arbeiten. Perfekt. Wer ist dann als nächstes dran? Wir müssen immer bis zum Wochenende warten, bis wir was machen können eigentlich. Verdammt. Okay, Uwe hat genug... Ne, nicht genug Zeit. Die Push hier, die geht ja gar nicht mehr arbeiten. Ey, Sisi meine ich. 2 Tage bis zur Arbeit. Verdammt. So, die wird auf jeden Fall befördert. Die Push hier 19 Stunden. Davon kann man ausgehen. Und der Uwe... Ne, der muss noch ein bisschen was erledigen. So, jetzt mach... Du wolltest doch hier die Fischtacos fortsetzen. Ach so, ja, aufräumen. Ja, räum da auf. Und dann machst du das. Die meckert rum, weil kein Platz da ist. Und da muss man sagen, die soll das wegräumen, weil die das nicht von alleine macht. Die ist verrückt.
Verrückt! Ach, guck mal hier, unsere süßen Frösche, ey. Guck mal hier. Oh, wie süß. Die Eierpflanzenfrösche. Quark. Quark. Und hier der Außenseiter, der Fisch, unser Fächi. Fächi. Ja, selbstsicher, aber damit müssen wir nicht zur Arbeit. Pushia muss, glaube ich, wie zur Arbeit? Inspiriert. Da gibt es ja, glaube ich, auch eine Dusche für, ne? Inspirierende Dusche. So, konzentriert wären wir auf jeden Fall damit. Das haben wir schon gelernt. Mit dem Schachtisch einfach überdenken klicken. Aktion überdenken. Mit der Dusche wird man kokett. Erfrischend oder inspiriert, glaube ich, auch. Ich weiß zwar nicht, inwiefern eine Dusche inspirierend sein kann, aber... Ach, die sind sogar perfekt geworden, glaube ich. Ausgezeichnet. Ja, ist auch ein frischer Fisch, den wir gefangen haben. Ist das lecker. Haha. Und schon wieder wie ein Champion pieseln. Ich weiß nicht, was das soll. Jemand einfach einen Plan vorschlagen. Nein, 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 nein. Verdammt, die muss auf Toilette. Aber erstmal wird hier gegessen. Uwe 11 Stunden. 2 Tage. Uwe ist als allernächstes dran mit den Arbeiten. Verdammt, ich dachte, die Pushia ist vor ihm dran. Verdammt, das wird kein guter Arbeitstag, glaube ich. Außer für Adi, der wird ja befördert jetzt. Pushia wahrscheinlich auch. Alle werden andauernd befördert. Nur eine nicht, die Sisi. Die braucht Freunde. Die hat ja auch noch 2 Tage frei, das ist gut. Mit Uwe kann die jetzt gleich schnell plaudern, damit die den auch als Freund hat. Dann hat die schon 3. Und dann brauchen wir nur noch 1. Wahrscheinlich wird dann Alina... Ja, weiß ich nicht. Wer ist denn am besten? Florian ist ein Freund. Ja, ist eigentlich uns freigestellt, wer danach ein Freund wird. Sind alle gleich schlecht vom Verhältnis her. Außer Adi, der ist natürlich noch schlechter. Ich glaube, wir nehmen einfach die Alina. Die Alina nehmen wir dann, denke ich. Oh, jetzt muss ich hier wieder 20 Kilo loswerden. Oh, jips, das tut gut. Ach man, Pushia, ja, ey. 17 Stunden. Ja, mach was du willst. Ich gemeint so ein Kind sein. Ja, es ist mitten in der Nacht gleich. Da findest du keine Kinder mehr. Außer du gehst bei anderen Leuten anklingeln und suchst nach Kindern. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt mit Pushia machen sollen. Die kann ein bisschen Koch... Ah, die will halt lesen. Was denn? Schelmfähigkeit Band 1. Was ist lustig, was ist illegal? Ja, mach das von mir aus. Mach, was du willst. Wir müssen... Perfekt, Sisi kann aufstehen. Die ist schon... Die ist schon überfällig. Warum liegt die denn noch immer im Bett drin? Gericht nehmen, pinkeln, dann nochmal duschen und dann kannst du die Freunde suchen gehen. Aber flotti Karotti. Uwe, ja, verdammt. Wenn der aufsteht, macht er genau das Gleiche. Aber konzentriert. Danach noch eine Aktion überdenken, dann kannst du arbeiten. Ah ja, das ist eine neue Masche, ne? Jetzt wird die neuerdings, auf dem Bett gefuttert und gleich auch reingepinkelt, so wie es aussieht. Na, ich muss auf Toilette, verdammt. Aber ich habe auch Hunger. Ich kann mich nicht entscheiden. Guckt mich jemand an? Ich fühle mich so beobachtet. Boah, was stinkt das hier? Das ist der Uwe. Den Geruch erkenne ich. Ja, die guckt, glaube ich... Ah ja, wieder die Omi mit den Truthahn, verdammt, die guckt immer das Gleiche, sehr unwohl. Oh, die macht gleich ins Bett, ey. Sisi muss pipi, schick sie auf die Toilette, um eine katastrophale Demütigung zu vermeiden. Das kriegt doch keiner mit, der Uwe schläft. Ihr könnt ja Niagara-Fall durchs Wohnzimmer, durchs Schlafzimmer rauschen, das wird der Uwe nicht mitkriegen. Verdammt, ey, man muss da aufstehen. Noch, ach, 9 Stunden noch, das dauert doch, ach, das ist doch noch, das ist doch noch ewig. Das dauert doch noch ewig, ey. Kümmern wir uns jetzt um Sisi, ist ja Priorität. Den Uwe haben wir ja gesagt, was er machen soll, ne? Genau. Fressen, pinkeln, duschen, Aktion überdenken. Perfekt. Danach zur Arbeit gehen. Wie viel Uhr? 9 Uhr, gut. Merken. Entengang schon wieder. Ich habe ja gelesen, es gibt jetzt so Mods, dass man hier die Verpixelung entfernen sollte, aber ich glaube, das lassen wir lieber sein hier. Let's play. Ich glaube sowieso, dass sie beim Pinkeln das Höschen anlassen. Guck mal hier, da scheint die Hosenfarbe so durch. Die setzen sich da einfach drauf. Höchstens beim Duschen könnte das, naja, interessant werden. Oder auch nicht.
Jawohl, Kochfähigkeit. Perfekt, Pushy, ja. Jetzt, ach, jetzt wäscht die sich wieder die Hände. Das ist so eine... Ja, oh, schon wieder. Oh, jetzt reicht es. Kaufen wir uns ein ordentliches Ding. Das geht ja immer kaputt. Habe ich keinen Bock mehr drauf, dass der Uwe da andauernd Klempner machen muss. Nein, ich will die Wand nicht verschieben. Hm. Was ist denn ordentlich hier? Hier, das ist doch schon viel besser, oder? Kostet nur minimal mehr. Ja, hier, sowas. Erhöhtes Waschbecken. Bürowaschbecken. Finde ich eigentlich alle hässlich, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen da so einen Tisch platzieren. Und da dann... Ja, machen wir das so, denke ich mal. Ja, das war's auch schon wieder für diese Episode. Unsere CCD kriegt einfach alles kaputt. Alles, 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 alles. Das Waschbecken hat wieder den Geist aufgegeben. Jetzt haben wir es einfach mal verkauft, weil mir das so langsam auf den Sack gegangen ist. Und jetzt müssen wir da das Badezimmer ein bisschen modernisieren. Das wird auch Zeit. Wir haben aber auch gerade wieder so knapp 3000 Zimdorn übrig. Dann werden wir das in der nächsten Aufnahme mal machen. Eine neue Dusche vielleicht. Auf jeden Fall eine neue Toilette. Vielleicht einen schöneren Spiegel. Und dann dürfte das nicht mehr ganz so oft kaputt gehen. Und die Sims haben nicht mehr so viel Reparaturarbeiten. Beziehungsweise der Uwe, der macht das ja eigentlich. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, kommentiert, abonniert oder liked mich. Es würde mich freuen. Ansonsten bis zur nächsten Episode. Tschüss.